Mein Vater ist damals mit anderen Offizieren nach Reutlingen bestellt worden vom Kalbfell. Und zwar auf der Marktplatz. Und da haben sie sich rechtfertigen müssen, warum sie Soldaten waren und im Krieg waren. Und dann ist mein Vater hergegangen und hat im Kalbfell ins Gesicht gespuckt. Und dann haben die Franzosen mit und Marokkaner haben ausgepeitscht. Ja, und dann hat lange Jahre war eigentlich der Kalbfell von meinem Vater ein rotes Tuch, das kannst du dir vorstellen. Und dann hat er da Professor Schmidt in Reutlingen kennengelernt. Das war der Schwager vom Kalbfell. Da haben die eine Reise gemacht nach Rumänien. Da hat der Professor Schmidt gesagt, Karl, da fährst du mit. Und dann hat mein Vater gesagt, wer geht da noch mit? Ha, Kalbfell. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, da möchte ich eigentlich mit. Und mit dem hat er nichts mehr im Hut. Auf jeden Fall, er hat sich überreden lassen und ist dann doch mit. Und ja, hat sich eigentlich schon vertragen, das ist ja klar, das ist schon lange Zeit zurückgegangen. Das war so ein Erlebnis, wo er uns einmal erzählt hat. Weißt du, so quasi als Vaterlandsvertreter sind die noch gestellt worden.